Leute, ihr müsst mir eine Frage beantworten. Ihr habt bestimmt, viele von euch haben bestimmt die Folge 1 und die Folge 2 gesehen. Ich habe mit einem Bronze-Team richtig rasiert gegen irgendwelche High-Rated-Teams. Millionen-Teams, wo Ikonen drinnen waren, Van Dijks und keine Ahnung was. Jetzt habe ich ein Testspiel gemacht mit meinem Main-Team gegen dieses Team. Das war, von der Optik her ist das schwächer als all meine Gegner gewesen, die in den anderen zwei Folgen waren. Aber Leute, ich habe 2-3 verloren. Guckt euch die Schussstatistik an, ich verstehe das nicht, wie hart dieses Momentum eingreifen kann. Ich möchte euch gar nicht die Szenen zeigen, aber das sind so krasse Sachen passiert. Kann man das jemand beantworten? Man muss wirklich mit einem Billo-Team spielen, dass man erfolgreich ist. Und deswegen geht's los mit Haaland Rising Stars. Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. 10. Dezember, 30-Tages-Challenge, Tag Nummer 10. Heute ist die Folge 3 von Haaland Rising Stars. Das heißt, ein kleiner Special ist dabei. Das zweite Spiel wird ein Mystery Ball. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Denn ich hoffe, die Taktik geht auf mit viele Tore schießen. Bevor es da mal losgeht, die ersten Upgrades. Und Leute, es sind schon wieder 3 Upgrades statt 2. Weil der gute Haaland hat schon wieder eine Special-Karte bekommen. Nämlich seine Team of the Group Stage Karte. Und Leute, wisst ihr was? Ich bin so stolz darauf. Erstbesitzer. Ich habe den am Sonntag gezogen. GG in den Chat. In einen Chatpack. Alter, im Livestream. So geil. Ich freue mich unnormal. Und ja, dann habe ich natürlich wieder einen Hunter gekauft für 13.000 Coins. Wer die ersten 2 Gameplay-Folgen gesehen hat, unnormal, wie Haaland bei mir abgegangen ist. Ich hoffe, es geht weiter. Das nächste Upgrade ist, das ist der gute Herr Marcinko von Austria Wien. Und wir haben tatsächlich unseren ersten Inform nach Haaland. Jetzt ist Haaland ja nicht mehr Inform, jetzt ist er Team of the Group Stage. Das heißt, die erste Special-Karte außerhalb von Haaland, wenn ich den guten Boy jetzt finden würde, das ist Lundstram. Auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt. Habt ihr mir gerade gekauft? Der hat 5-Star Weakfoot und das sehe ich erst jetzt, Leute. Gegenüber unserem vorigen Spiel auf jeden Fall definitiv ein Upgrade. Leider Gottes kommt er nur noch auf 6 Chemie. Ist aber die erste englische Liga. Das heißt, wir können auf jeden Fall dann beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal schon mal in die Premier League wandern. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es abgehen wird. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Drückt gerne den Daumen nach oben. Und jetzt geht's los. Das erste Spiel. Es ist gerade 22.52 Uhr. Ich habe morgen einen langen Tag, weil ich nach Salzburg fahre. Ich schaue mir die Champions League an. Salzburg gegen Liverpool. Und falls ihr mich treffen wollt, Leute, checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Account ab. Da poste ich ständig, wo ich sein werde. Und jetzt ab ins erste Spiel. So, meine Freunde, wie sieht das gegnerische Team aus? Vardy, Kane, Sterling, Ali Eriksen, okay, ein solides BPL-Team. Rashford sehe ich auch noch. Ja, dann werden wir jetzt mal alles geben. Abfahrt! Oh mein Gott, Haaland! Haaland, Haaland, Haaland. Oh, warum so langsam, Bruder? Scheiße, Gegner Konter. Oh mein Gott. Jetzt, nein, Haaland. Oh. Und da ist das erste Tor von Team of the Group Stage, Erling Braut Haaland. Geil, schön. Ist das der Quitt oder was? Ist das der Quitt? Bitte nicht quitten. Ah, das ist zu wenig, Leute. 2+3 mal Rage Quitt, 5 Punkte. 5 verdammte Punkte. Das ist sehr, sehr blöd. Ja, ist jetzt schon ärgerlich, Leute. Ist jetzt schon ärgerlich, aber trotzdem Premiere Haaland Rising Stars. Folge Nummer 3, Mystery Boy. Und hier ist unser erster Gegner, Abfahrt. Gegen welches Team müssen wir denn da ran? Wir müssen gegen Coman, Ober, Sterling. Okay. Aber wie gesagt, das zweite Spiel, da zählen keine Gegentore. Let's fucking go. Wichtig ist einfach nur, dass wir gewinnen, dass das auch zählt. Oh, ich dachte, das war Abseits. Ich dachte, das ist Abseits. Nein, das ist sogar das Tor. Vorlage von Haaland auch noch. Ich dachte echt, das ist Abseits. Deswegen habe ich nichts geredet. Nein, ist eh kein Abseits. Bruder Ismail, warum steht da oben keine Toranzeige? Sehr, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tore das
Wie steht's? Hä? Wo sind die Toranzeige, Leute? Wo sind die Toranzeige? Ah, da ist die Toranzeige. Und das nächste Tor? Das nächste Tor! 2:0 Haaland! Tor und Vorlage! Alter, genau so habe ich mir das vorgestellt, Leute. So habe ich mir das vorgestellt. Viele Tore im Mystery Ball. So geil! Boom, linker Fuß. Ich dachte ganz ehrlich, dass der daneben geht. Aber nein, ist nicht daneben gegangen. Und da rushen wir wieder. Hallo, nein, jetzt. Ja, 3:0, 11. Minute. Wie krank ist das? Das macht Spaß. Jetzt weiß ich leider gar nicht meinen Punktestand, aber den werdet ihr eh daneben sehen, neben der Facecam. Bruder Ismail hat das Tor geschossen. Das ist, glaube ich, mein drittes Mystery Bowl überhaupt, ne? Macht Spaß, macht Bock. Schießen, da können wir schießen, okay. Wow, oh mein Gott, der hat mich ja fast hops genommen. Ja, er hat mich hops genommen. Ah, oh, shitty-mitty. 1:3. Wer, du holst es jetzt auf, Bruder? Oh mein Gott, mit dem rechten Fuß sogar! 1:4 Haaland! Schießen-Boost muss man ausnutzen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass er mit dem Rechner so reingeht, wie er gerade reingegangen ist. Wir müssen uns unbedingt die Wiederholung anschauen. Hier ist Wiederholung und boom! So geil! Haaland, ich glaube, das dritte Tor von ihm. Oh, wow! Dass der Schuss daneben geht, das ist krass. Am besten mit Haaland. Am besten mit Haaland. Oh, rot, oder? Das ist von hinten gewesen. Ha! Geil, bitte wieder schießen, Boost. Nein, wir haben Dribbling Boost, leider nur. Leider nur Dribbling. Ups. Oh, oh! Na, was? Nein, wie kann ich das so daneben? Nein, wie kann ich denn das machen so? Passspiel Boost, okay. Passspiel. Haaland, 1:5, Alter, was ist das für eine Folge? Haaland, oh mein Gott, ich schwöre es, ich freue mich auf seine nächste Special-Karte. Der 82er war schon geil, der 79er war schon geil, der 82er war geil, aber der 84er ist schon mal wieder eine ganz andere Stufe. Wer von euch hat den in euer Main-Team oder wer spielt den von euch? Wer nutzt diese Karte? Wer nutzt Haaland? Oh, oh, Dribbling-Boost. Wow, mein Torhüter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Niemals habe ich das jetzt so gemacht. Niemals. 1:6. Wie viele Tore hat Haaland schon geschossen? Haben wir den Punkterekord jetzt schon gebrochen? Und es ist gerade mal die 31. Minute. Leute, wenn das so weitergeht, kann ich ein ultra gutes Upgrade euch vorstellen. Oh mein Gott, Torwart, Kopfball, keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Auf jeden Fall Kopfball, Haaland, Tor. Passspiel wird doch belohnt. Und, nein. Okay, Leute, es ist immer noch Schießen. 1:7. Schade, Haaland mit keiner Vorlage. Das heißt nur ein Punkt. Oh mein Gott, Leute. Was ein torreiches Spiel. Wir hatten noch keinen Überraschungsball. Oh oh, Tempo-Boost. Oh oh. Tempo-Boost gegen Bros. Wird's. Uff. Ich hab auch Tempo-Boost. Wir suchen aber Haalands. Aha. Shit. So, schauen wir mal, was mein Torhüter macht. Wie langsam ist mein Torhüter? Uff! Haha! Was ein Tag-Team, Alter! Geil! Uff! Okay, immer noch Tempo-Boost. Dann mal Abfahrt. Ab auf die Reise mit dir. Schaut mal, wie schnell die sind. Das ist zu heftig. Oh! Was? Ich muss mich konzentrieren, Leute. Ich muss mich echt weiter konzentrieren. Oh, den hat er sogar gefangen. Wow, oh mein Gott.
Ah, schade, er kriegt die 2. Ich hätte gerne diese 2 Tore bekommen als Gutschrift. Weil wenn Haaland das trifft, dann kriege ich den Multiplikator, ne? Dann sind es statt 2 Scorerpunkte, sind es dann 4 Scorerpunkte. Nein. Haaland Multiplikator 9,4 plus 4. Krank. Krank, Alter. Ich hoffe, man sieht das bei der Facecam. Da wird ja angezeigt mal 2, mal 1, mal 3. Und das sind ja auch die Multiplikator. Wenn ich gerade mal 2 habe, ein normaler Spieler trifft, dann ist natürlich statt 1 Punkt sind es 2 Punkte. Wenn Haaland trifft, ist es doppelte Punktzahl. Oh mein Gott! Wieder 2. Dribbling Boost. Dribbling Boost. Bitte gerein, bitte gerein, bitte gerein! Wieder 2 Punkte! Es hat an Haaland hat die Vorlage gegeben. Dann sind es wieder mal 4. Alter, Leute, ich muss das alles an meinem Schneiden. Ich muss mich hoch konzentrieren, wie viele Punkte das werden am Ende. Huch, wieder. Jede Folge ein ganz frecher Lupfer von mir. Schießen, Boost. Schießen, Boost. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gerade wenn man das so selten spielt und der nicht quittet. Ey, was sind das für geile Tore, Leute. Was sind das für geil? Spielt ihr diesen Modus? Schreibt mir mal ganz ehrlich, spielt ihr diesen Modus? Ey, so just for fun mäßig oder für so etwas ist dieser Modus wie gemacht. Ich hatte noch keinen Überraschungsball. Oh. Nee. Wie ist denn der Überraschungsball? Das sind doch alle, ne? Und das ist einmal 3. Okay, schießen wir. Oh mein Gott! Geil! Was war das für ein geiler Schuss? Oh mein Gott. Ich glaube, das war nur einmal 1, also ein Dingsmotiv, also kriegt er 2 Punkte. Leute, ich weiß jetzt noch nicht mal, wie viele Punkte ich habe. Yes! Wieder 2. Was kommen da für geile Tore raus, Freunde? Oh mein Gott, wie geil war dieses Tor? Wie geil war dieses Tor? Endlich treffe ich mal eine Viereckflanke. Krass! Und das mit einem Bronzespieler, das ist ja unglaublich. Da ist ein Überraschungsball. Nee, er hat ihn bekommen. Ah, so bitter. Nein! Uff. Nein, Kopfballtor bekomme ich sogar. Huch, Leute, wenn ich das verliere, verliere ich alle Punkte. Aber er hat nicht mehr viel Zeit, Gott sei Dank. Aber trotz allem, 6 Tore, also 6 Differenz. Der könnte da wirklich dann noch easy 2 Tore schießen. Wenn die mal 3 gezählt werden, dann ciao Leben. Aber das bekomme ich. Haaland mal 6. Leute, Haaland mal 6. Er bekommt den zweifachen Multiplikator. Oh mein Gott, was wird das für ein Upgrade werden, Leute. Aber wie gesagt, ich muss mir alles zusammenrechnen. Holy shit, einmal 6 Multiplikator. Es ist vorbei. 12 zu 21. Ich glaub's einfach nicht. 12 zu 21 und wie gesagt, ich habe keine Ahnung über die Multiplikatoren. Alleine hier hat schon Haaland 7 Tore. Das sind alleine schon ohne Multiplikator 14 Punkte. 15, 16 plus plus der Vorlage. Ich muss das Video schneiden. Dann weiß ich erst, wie viele Punkte ich habe. Und dann kann ich euch die Paarauswahl vorstellen. Das wird eine lange Nacht werden. Also wir sehen uns gleich wieder. Hinterlässt aber gerne ein Däumchen nach oben. Danke euch dafür. So Leute, es ist jetzt kurz vor 3 Uhr früh. Das Video ist fertig geschnitten. Alter, es hat so viel Spaß gemacht zum Schneiden. 37 Punkte. Und Leute, eine kranke Powerswahl. Echt eine kranke Powerswahl. Und ich muss eines zugeben. Ich weiß nicht, ob Neymar diese Woche in Form kommt. Und deswegen haben wir es erst gar nicht mal probiert, euch den zu stellen. Ich habe mich diesmal ein bisschen auch auf die Defensive konzentriert. Und es gibt einen Offensivspieler. Ihr dürft aber entscheiden. Hier sind die Paare. Paar Nummer 1 ist Mondi und Varane. Das sind 35 Punkte. Würde Marcinko und Mashida ersetzen. Mashida ist eigentlich unnormal stark, mit dem war ich hochzufrieden. Das sind 35 Punkte insgesamt. Deutliches Upgrade, definitiv. Des Weiteren, ja Leute, es trifft den Bruder Ismail. Aber ich habe für mich vereinbart, beziehungsweise schreibt einfach eine 1 in Chat, wenn er weiterhin im Team bestehen darf. Oder 2 in Chat, wenn er weg soll.
Ich würde ihn nämlich auf die Reservebank packen. Ne? Aber wie gesagt, ihr dürft es entscheiden. 1 in den Chat für Ismail, 2 in den Chat für weg mit ihm. Auf jeden Fall, Osman Dembele würde Ismail ersetzen und dann noch der Japaner Fujitani für Wagyu. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. 1998er Baujahr ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade, wenn man den Körper vergleicht. Tempo ist gleich, Passwert, Beweglichkeit ist ein super, super Upgrade. Und ja, ratingtechnisch ist schon der ein oder andere Unterschied, aber ich bin der Meinung, es ist ziemlich gleichwertig, weil es einer ist und weil beim einen ist noch ein Offensivspieler dabei. Ihr dürft das letztendlich entscheiden. Paar 1 ist Mondi und Varane, Paar 2 ist Dembele und Wagyu. Oder ihr habt eine bessere Idee. Ich lasse mich gerne von euch umstimmen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, welche Tipps ihr da noch habt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag noch. Ich habe jetzt alles gegeben, damit das Video wirklich am 10. Dezember rauskommt. Ich hoffe, ihr honoriert das mit einem Daumen nach oben. Ciao, Leute.